Mein Name ist Anna. Travel Writing liegt mir besonders am Herzen, weil ich mich 2006 mit Reiseberichteschreiben selbstständig gemacht habe. Mir wurde immer eingetrichtert, vom Schreiben kann man nicht leben. Und 2006 war 3 Jahre nach meinem Studiumabschluss. Ich bin gerade nach Kanada gezogen und wollte einfach Leute kennenlernen. Es war Sommer und wollte mich für einen Sommerkurs anmelden an der Uni. All die hochliterarischen Workshops waren ausgebucht. Was übrig blieb, war Magazine Writing. Und ich habe zuerst gedacht, wer will denn sowas, sowas Triviales? Und ich habe den Workshop dann besucht und es war großartig. Also ich hatte innerhalb von einem Sommer das ganze Wissen, wie man tolle Reiseberichte schreibt, wie man mit Redakteuren spricht, wie man Verträge abschließt, alles. Und ich konnte loslegen. Also 2006 konnte ich mich mit Reiseberichte schreiben selbstständig machen. Und als ich später zurück nach Österreich kam, habe ich festgestellt, dass ich nicht die Einzige war, die das einfach vorher nicht wusste, trotz abgeschlossenem Publizistikstudium. Also die Leute haben einfach gefragt, wie machst du das, wie geht das? Und daraus ist dieser Workshop entstanden. Also Travel Writing ist so eine wunderschöne Textart, weil sich für viele Leute da zwei große Leidenschaften oder zwei große Sehnsüchte verbinden, also das Reisen und das Schreiben. Und was wir in dem Workshop machen, ist, wir üben ganz stark dieses gute Schreiben. Also wie schreibe ich den Artikel so, dass die Leute das Gefühl haben, auf einer Seite, auf zwei Seiten, sie waren jetzt dort an diesem Ort, den du beschreibst. Sie haben es gespürt, sie wissen, wie es da riecht, wie schmeckt etwas, wenn du eine Anekdote erzählst, dass man ein bisschen mitfiebert oder sich mitfürchtet oder mitfreut. Und das sind so die Basics des guten literarischen Schreibens auch. Also das finde ich das Großartige am Travel Writing, dass man ziemlich schnell einen Artikel veröffentlichen kann. Also man sieht seinen Namen im Druck, man bekommt Geld dafür, so anders als bei großen Romanen oder Short Stories, wo es doch länger dauert. Und gleichzeitig muss man ständig dieses gute literarische Schreiben üben, weil sonst wird es kein Reisebericht. Also in Kürze brauche ich alles, was ich für eine gute Story auch brauche. Charakterisierung, Dialoge, Settingbeschreibung sowieso. Das Besondere an diesem Workshop ist, dass wir uns anschauen, eben einerseits, wie schreibe ich einen spannenden Artikel, und andererseits schauen wir ständig parallel, wo ist mein Markt? Wo würde mein Artikel hinpassen? Also von dem her, wofür ich brenne, was mich begeistert, wie ich schreibe. Wo gibt es Magazine, Zeitungen, Publikationen, wo mein Schreiben hinpasst? Und wir schauen uns das ganz genau an. Also wir analysieren diese Publikationen und schreiben schon einen Anfragebrief im Workshop. Und nicht selten, also mittlerweile ist die Liste ziemlich lang, von den Leuten, die gleich aus dem Workshop einen Artikel verkauft und publiziert haben. Das Seminar eignet sich für dich, wenn du gerne reist. Es eignet sich für dich, wenn du gerne schreibst. Wenn du gar nicht anders kannst, als auf Reisen den Stift zu zucken und sich was aufzuschreiben. Oder wenn du das Bedürfnis hast, das, was du gerade erlebt hast, jetzt mit jemandem zu teilen, oft mit Freunden, also einfach lieben Menschen,